Die Grazer Fans, bester Dinge, und man erinnert mit einem kleinen Zahlenspiel am 19.09. am heutigen Tag an das Gründungsjahr von Sturm Graz, und dann konzentriert man sich aufs Wesentliche, nämlich heute 3 Punkte einfahren daheim gegen das Schlusslicht, die Anfangsphase mit Tobias Anselm im Duell hier mit Kitay Schwili. Und der Tiroler kommt ganz unglücklich zu Fall in einem eher harmlosen Zweikampf. Und Anselm muss mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Viel kommt Sabitzer, und die Tiroler das Schlusslicht dennoch sehr, sehr offensiv in der Anfangsphase. Das ist Markus Wallner mit der ersten Chance gegen Siebenhandel, der noch dran ist. Minuten später nur. Rogel, auch er Platz hier aus 16 Meter, aber er schießt zentral drauf auf Siebenhandel. Leichte Beute. Nächste gute Möglichkeit für die WSG. Thomas Silberberger eh noch sehr, sehr ruhig in Anbetracht der guten Möglichkeiten, die man hier ausgelassen hat. Und so schnell kann es gehen, und da ist wieder Wallner enteilt, ein Heber, aber was für eine klägliche Nummer hier. Genau in die Arme gespielt von Siebenhandel, also die allerbesten Chancen hier anfangs in der Partie bleiben beim Schlusslicht ungenutzt. Dauert lange, bis sich Sturm vorne ein wenig zeigt. Und das dann mit Unterstützung des Gegners. Das ist Jeboa und Janča, und das 1:0 in der 25. Minute. Co-Produktion Jeboa auf Janča, der macht sein drittes Saisontor. Aber zuerst Oswald mit diesem Abschlag und dann Rannacher mit der Vorlage für Jeboa. Das ist eben die andere Effektivität. Erste Chance, erster Treffer. Dann Dante. Schöner, weiter Ball, wieder für Jeboa, und ein super Reflex von Oswald, der hier seine Mannschaft vor größerem Schaden bewahrt. So, und wieder eigentlich gekontert im eigenen Stadion, der Patzer von Blume, der diesen Ball nicht hat. Jeboa, und scheitert wieder an Oswald. Also Unterschied, die Grazer haben schon getroffen, aber Chancenauswertung in Hälfte 1 ähnlich mangelhaft bis hierhin. Dann noch einmal Hebermöglichkeit für Sabitzer, aber auch da ist Siebenhandel rechtzeitig draußen und macht sozusagen einen guten Winkel zu. Janča auf rechts durch, die Tiroler Abwehr wieder offen wie ein Scheunentor, und die Stange rettet in diesem Fall. Also jetzt läuft das Ganze ganz nach dem Geschmack der Fans und ganz nach dem Geschmack von Christian Ilzer. Nur der Unterschied ist noch ein bisschen gering mit nur einem Tor, so wie sich das Ganze seit Mitte der ersten Hälfte hier gestaltet. Aber was für ein Patzer von Bacher, und Janča lässt sich diese Chance nicht nehmen. 2-0, 48. Minute, Doppelpack für Jakub Janča, wie schon beim letzten Duell der beiden Mannschaften hier in Graz beim 3:2-Sieg im April. Ein Doppelpack von ihm. Da hat Oswald jetzt wirklich keine Chance. In Summe jetzt schon 4 Tore, 5 Assists in dieser Saison. Die 2-0-Pausenführung erfreut die Fans und auch den Doppelpackschützen selbst. Ziemlich klare Verhältnisse, und gleich zu Beginn der zweiten Hälfte diese Szene. Kitashvili gefault im Strafraum, Rogel ungeschickt, will an den Ball heran, aber trifft nur von hinten die Wade des Georgiers. Und damit gibt es 11 Meter für die Grazer. Jeboa, 48. Minute, das 3:0. Janča hat ihn schießen lassen, Jeboa mit seinem 5. Saisontreffer, damit eigentlich schon alles klar in Graz. Aber der Torhunger ist noch nicht gestillt. Und Sturm spielt weiter fleißig nach vorne. Schnelle Angriffe von hinten heraus. Jakub Janča den Tick schneller im Sprint, bedient Jeboa. Und damit 4:0 in der 69. Minute. Doppelpack für Janča und jetzt auch Doppelpack für Jeboa. Insgesamt für Jakub Janča 10. Scorerpunkt in dieser Saison bereits. Damit liegt er im Augenblick sogar vorne. Es ist noch nicht der Schlusspunkt. Die Tiroler bieten noch ein Hoppala an. Das ist Fabian Koch. Brass setzt nach, und dann Anderson Niangbo von der Elfenbeinküste mit seinem ersten Tor in der Bundesliga für
Sturm Graz, 85. Minute, die Leihgabe von Rent. Profitiert hier, weil Brass entschlossen nachsetzt und Koch irgendwas da herumstümpert. Den Rest erledigt Nyambo zum 5:0 Endstand. Stimmen zum Spiel von Martin Lang. Freut mich natürlich, dass ich getroffen habe. Freut mich, dass der Kelvin getroffen hat. Wichtig waren die 3 Punkte und der souveräne 5:0-Sieg. Ich denke sehr gut hin, dass wir uns sehr schnell auf eine neue Aufgabe fokussieren. Und ja, natürlich, wenn man dann auch einen Spielverlauf, so wie heute, für uns hat, dann steigt natürlich auch Selbstvertrauen in die Brust und wird immer breiter. Und dann kann man einen sehr guten Fußball zeigen. Fakt ist, wir scheitern ja an uns selber phasenweise, weil irgendwann musst du mal das Führungstor machen. Wenn du zweimal auf einem Siebenhandel stehst, dann musst du ein Tor machen. Und Fakt ist auch, wir haben heute bei Sturm Graz in 90 Minuten 5 Foul gemacht. Das ist der Skandal. Das ist der Skandal meiner Mannschaft. Wir haben in 90 Minuten gegen Sturm Graz, die uns schlachten, 5 Foul gemacht. Es ist der Trainer nicht angezählt und es ist der Kader nicht so schwach. Es war jetzt auch von mir nicht so dramatisch, oder ich sehe das nicht so dramatisch, auch nach dem Spiel nicht, weil wir immer wieder Fußball spielen, aber wir müssen halt steinig diese Fehler abstellen, diese kleinen Nuancen, was es im Fußball braucht. Und wenn ich heute auf die Statistik schaue und sage, okay, wir haben in 90 Minuten 5 Foulspiele gemacht, ich will nicht, dass meine Mannschaft unfair Fußball spielt, aber ich muss halt einmal auch in einen Zweikampf gehen mit einer bisschen Intensität. Und in 90 Minuten oder 92 Minuten 5 Foulspiele, 5 Gegentore, wo wir im Gegner 3 auf dem Silbertablett servieren, vorne unsere Möglichkeit nicht verwerten, so kannst du kein Spiel gewinnen. Und deswegen ist es 5:12. Da bleibt also bei Tirol irgendwie die Zeit stehen und das nach der 3. Niederlage in Folge.